In dieser Aufgabe haben wir ein System, das aus einer Punktmasse klein m und einer Lochkreisscheibe besteht. Innenradius habe ich R1 genannt, Außenradius R2. Die rotiert jetzt mit zwei Winkelgeschwindigkeiten, mit der Winkelgeschwindigkeit Omega 2 um die Vertikalachse x3, mit der Winkelgeschwindigkeit Omega 1 um die Horizontalachse x2. x1 kommt uns also entgegen. Dann ist noch der Abstand a gegeben, ja, die Masse groß M, R2, Länge L, a, Omega 1, Omega 2, g. R1 ist vermutlich gegeben, mit R1 konnte ich die Aufgabenstellung nicht mehr lesen. Und dann ist im Teil a noch die Masse klein n gleich 4 Kilogramm gegeben. Die Schwierigkeit ist erstmal das Theta 2,2 zu bestimmen, also salopp gesagt das Integral r² dm. Dazu brauchen wir erstmal das dm und dazu gucken wir uns die gesamte Fläche an. Die Fläche a ist gerade Pi mal r² minus r1². Die Fläche dA ist diese kleine Fläche hier, die gegeben ist durch den Radius r und dA, also 2πr dA ist die Fläche dA. Ja, und jetzt können wir eben sagen, dass die kleine Masse zur großen Masse sich verhält wie die kleine Fläche zur großen Fläche und damit wie 2πr dr dividiert durch Pi mal r² minus r1². Damit bekomme ich also die Masse raus und das ist dann gerade gleich 2 mal der großen Masse mal r mal dr dividiert durch r² minus r1². Ich wiederhole also nochmal, was ich gemacht habe. Ich habe einmal die große gelbe Fläche ausgerechnet, dann habe ich die infinitesimale Fläche ausgerechnet, 2πr dr. Dann habe ich gesagt, dass die kleine Masse zur großen Masse sich verhält wie die kleine Fläche zur großen Fläche und das habe ich nach der Masse klein m aufgelöst. Das können wir jetzt einsetzen. Und dann bekommen wir das Integral von R1 bis R2, r² dm, ist dann also 2m r hoch 3 dr dividiert durch r² minus r1². Das ist dann r hoch 3 gibt r hoch 4 Viertel, deswegen steht die 2 dann unten, r hoch 4 und r² minus r1² in den Grenzen r1 und r2. Also m halbe r2 hoch 4 minus r1 hoch 4 durch r² minus r1². Da können wir jetzt die dritte binomische Formel anwenden. Das hier ist gerade r2² minus r1² mal r2² plus r1². Und dann kürzt sich der Negative weg und damit erhalten wir m halbe mal r1² plus r2². Das können wir jetzt auch in Zahlen ausdrücken, als das Theta 2,2 und dieses Theta 2,2 ist dann gerade gleich 67,84 Kilogramm Meter Quadrat. Jetzt können wir das Theta 1,1 und das Theta 3,3 berechnen, als erstmal die Hälfte davon. Das ist dann das Theta 1,1 um den Schwerpunkt oder das Theta 3,3 um den Schwerpunkt. Und dann kommt für den Punkt O noch der Steineranteil dazu und der andere Steineranteil kommt auch noch dazu. Dann haben wir also für Theta 1,1 raus 333. 92 Kilogramm Meter Quadrat und das ist dann ja Theta 1,1 gleich Theta 3,3 steht schon da und damit haben wir den Massenträgheitstensor fertig. Jetzt kann ich eben sagen, der Drall-Vektor ist gerade gleich Theta 1,1, Theta 2,2, Theta
Theta 3,3 ist der Massenträgheitstensor. Den muss ich jetzt mit Omega mal nehmen. In zwei Richtungen Omega 1, in drei Richtungen Omega 2. Also sehr ungeschickt von den Bezeichnungen her. Und damit bekomme ich einen 3-Vektor raus. Theta 2,2, Omega 1, Theta 3,3, Omega 2 und 0. Den ich dann aufschreiben kann. Das hier sind 271,36 und hier 2003,52. So, also eine 0. 271,4 und 2004, wenn ich es runde. Nach dem 3-Vektor kommt der 3-Änderungsvektor. Das Kreuzprodukt aus der Fahrzeugdrehung, also die Relativdrehung Omega 1, bewirkt nicht eine Drehung des Koordinatensystems. Das Koordinatensystem dreht sich nur mit Omega 2 um die Dreiachse. Und den kürze ich mal kurz so ab. Das hier also L2, L3. Und dann habe ich minus Omega 2, L3 als Dreiänderungsvektor. L2. Minus 1628,16 wäre der 3-Änderungsvektor und der ist jetzt minus in dem Kreiselmoment. Das wäre dann also plus 1628. So, tragen wir das Ergebnis noch ein, wenn wir es noch nicht haben. Der 3-Änderungsvektor minus 1628 ist also das Moment, was vom Gestänge auf die Lochkreisscheibe wirkt. Und wenn ich das umdrehe, ist das Moment nach D'Alembert, das von der Lochkreisscheibe auf das Gestänge wirkt. Damit haben wir im Prinzip folgendes Bild. Eine Fliehkraft, noch eine Fliehkraft, eine Gewichtskraft, noch eine Gewichtskraft und das Kreiselmoment. Das Kreiselmoment ändert sich nicht, wenn ich die Masse klein m ändere. Das heißt, das gilt auf alle Fälle. Und die Masse klein m soll jetzt so geändert werden, dass das Ding im Gleichgewicht bleibt. Ja, dann kann ich die Summe der Momente um A bilden. Dann habe ich M mal G mal L. Dann habe ich das Kreiselmoment, 1628. Dann habe ich minus M mal G mal L. Dann habe ich die Fliehkraft ML Omega 2 Quadrat mit dem Hebel A und ML Omega 2 Quadrat. Mit dem Hebel A gleich 0. Das Ganze wird nach der Masse klein m aufgelöst, indem ich alles, was nicht klein m hat, auf die andere Seite bringe. Und dann habe ich hier die Masse groß M mal G mal L plus L Omega 2 Quadrat mal A. Davon muss ich das Kreiselmoment abziehen. Und dann muss ich klein m ausklammern und dann bleibt noch g mal l plus l Omega 2 Quadrat a im Nenner über. So, das können wir jetzt ausrechnen. Wir haben also erstmal, ich kann ja erstmal die Klammer ausrechnen, die ich dort habe.
Das ist gerade g mal l plus l mal Omega 2 hoch 2 mal a. Diese Klammer ist gerade 265. Die nehme ich jetzt mit Groß M mal 2120. Davon ziehe ich das Kreiselmoment ab. Im Zähler stehen 492 und das teile ich nochmal durch diese Klammer und ich bekomme raus für die Masse 1,857 Kilogramm. So, 1,857 Kilogramm ist dann das Endergebnis dieser sehr schweren Aufgabe. Ja, man kann die Aufgabe erstmal, man muss das Massenträgheitsmoment rauskriegen, um den Drall-Vektor zu bekommen. Dann gibt es keine Fantasiewerte. Ich muss also alles rausbekommen haben, den Drall-Vektor, um zum Drall-Änderungsvektor zu kommen. Und wenn ich den nicht habe, dann hilft mir das nichts, dann bekomme ich auch klein m nicht raus. Hier kann ich also die Aufgabenteile nicht getrennt voneinander lösen, wodurch wer eben den Massenträgheitstensor nicht hinkriegt, gleich 0 Punkte rauskommen. Es gibt noch eine Möglichkeit, den Massenträgheitstensor auszurechnen, indem ich das als Differenz einer großen Scheibe minus einer kleinen Scheibe ausrechne. Ich kann also sagen, die Fläche A ist gerade Pi R2 Quadrat minus R1 Quadrat. Die Fläche A1 ist Pi R1 Quadrat. Die Fläche A2 ist Pi R2 Quadrat. Ich weiß ja, dass eine normale Kreisscheibe M R Quadrat halbe als Theta hat und will diese Formel jetzt anwenden. Deswegen definiere ich erstmal die Masse M2 als Groß M mal A2 durch A. Und das wäre dann die Masse Groß M mal Pi R2 Quadrat dividiert durch, das Pi kürzt sich sofort raus. Dann habe ich hier R2 Quadrat minus R1 Quadrat. Und die Masse M1 wäre M R1 Quadrat dividiert durch R2 Quadrat minus R1 Quadrat. So, und jetzt kann ich eben das Theta 2, 2 auch ohne Integration ausrechnen. Als M2 R2 Quadrat halbe ist die große Scheibe ohne Loch. Minus M1 R1 Quadrat halbe ist das Loch in der Mitte abgezogen. Und wenn ich jetzt M1 und M2 einsetze, dann habe ich dort stehen M halbe mal R2 hoch 4 minus R1 hoch 4 dividiert durch R1 2 Quadrat minus R1 Quadrat und wir sind wieder bei R1 Quadrat plus R2 Quadrat. Es geht also auch ohne Integration. Ja, was kann man noch machen? Man kann den Drallvektor einzeichnen. Der Drallvektor hat hier eine Komponente in der 2 und 3 Richtung. Jetzt kann ich mir überlegen, wenn der sich mit Omega 1 dreht, dann kommt der Drall-Änderungsvektor. Ich stelle mir das als einen Papp-Pfeil. Dieser Papp-Pfeil kommt mir entgegen und zeigt damit, Vorsicht, der dreht sich mit Omega 2, der geht in die Zeichenebene rein, das habe ich falsch erklärt. Wir haben hier also einen Papp-Pfeil L, der dreht sich mit Omega 2 um die Vertikalachse und dann geht die Spitze hinein und deswegen zeigt der Drall-Änderungsvektor in negative 1-Richtung, denn die 1-Richtung kommt raus. So kann man das Vorzeichen vom Kreuzprodukt nochmal prüfen. Ja, und dann wissen wir vom Kollergang, das war dort beim Bauern, wenn das Omega in der Richtung gerichtet ist, dann haben wir ein belastendes Moment. Und wir wissen auch, wenn das Omega nach rechts gerichtet ist, dass wir dann ein linksdrehendes Moment haben. Dieses Vorzeichen hier können wir also aus Erfahrung bestätigen, dass das links rumdreht, auch wenn wir das Kreuzprodukt eben nicht gebildet hätten, würden wir wissen, dass das aufrichtend ist aus Erfahrung. Ja, also der ganze Lösungsweg nochmal, entweder durch Integration oder durch Subtraktion einer großen und einer kleinen Kreisscheibe, muss ich das Massenträgheitsmoment Theta 2, 2 rausfinden. Das muss ich halbieren und mit den Steiner-Anteilen addieren.
dann bekomme ich Theta 1, 1 und Theta 3, 3 raus. Dann habe ich den gesamten Massenträgheitstensor, den muss ich mit Omega multiplizieren. Das Ganze gibt einen Drallvektor. Dann muss ich den Dralländerungsvektor bestimmen, indem ich die Drehung des Koordinatensystems kreuz diesen Drallvektor nehme, bekomme ich den Dralländerungsvektor, der in negative 1 Richtung zeigt. Und das ist das Moment, das auf den Kreisel wirkt, das Moment, das von dem Kreisel wirkt. Womit muss ich das Vorzeichen rumdrehen, habe ich ein positives Moment. Dann kann ich eben Gewichtskräfte antragen, Fliehkräfte antragen und das Kreiselmoment. Und damit kann ich dann die Masse klein m so ausrechnen, dass die ganze Anlage im Gleichgewicht bleibt. In der Klausurzeit nur für sehr gute Studenten die Möglichkeit, das Ding zu lösen. Also eine extrem schwere Aufgabe, allein schon deswegen, weil man hier, wie gesagt, erstmal den Massenträgheitstensor haben muss. Und ohne diesen kann man weder A noch B noch C lösen. Also ein Rechenfehler beim Massenträgheitstensor bedeutet sofort 0 Punkte.